Okay, wir sind jetzt hier und schauen mal, was es hier so Wundervolles gibt. Hier gibt es nämlich eine Menge. Und ich versuche mal, vorsichtig an die Sache zu gehen. Oh, einen hat's erwischt. Dein Ende ist direkt hinter Ach, dir. geh doch weg. Hat ja super funktioniert. Nein. Warum kommen die denn hier jetzt alle hoch? Das ist doch Mist. Tür ist verschlossen. Ach komm, dann metzeln wir uns hier jetzt einfach wieder durch. Scheiß was auf Schleichen. Ah, okay. Ja gut, wenn du prinzipiell weißt, was passiert, ja, dann kann ich das nachvollziehen, dass man auch gut eine Pause machen kann. Was habe ich da gerade erschossen? Irgendwas habe ich gerade erschossen. Uah, ins Gesicht. Ist es das? Eieieiei. Hört sich an wie ein Tierchen. Ja, war ein Wildschwein. War ein Wildschwein. Clint, ich muss auf die andere Seite. Okay. Ich habe die Tür. Es gibt Sichtkegel auf der Minimap in Cyberpunk. Es gibt Sichtkegel auf der Minimap in Cyberpunk? Okay. Also, dass du nicht alles siehst auf der, sondern nur einen bestimmten Bereich, oder was meinst du? Verstehe. Bei Gegnern, dass du siehst, wo die hinschauen.
Ah. Wer ist Fake News? Der Sichtkegel wird mit CRI 45 Grad C. Das sind aber locker 90 Grad oder mehr. Fake News! Keine Pfeile mehr. Haben wir hier irgendwo Pfeile? Ja. Die habe ich schon aufgenommen. Wer könnte mir sonst so... Nee. Außerdem können die durch Wände und Fässer schießen. Wie gemein. Das finde ich aber gemein. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Was steht? Und manchmal auch gucken. Vor der Röntgenblick. Voll der Röntgenblick. Was steht? Außerdem sind viele der Objekte in der Welt nicht hoch genug. Du kannst drüber schauen und dann sehen dich die Gegner. Na toll. Wie im echten Leben. Ich muss da irgendwie die Tür da aufkriegen. So zum Beispiel. Nice. Was steht? Ich weiß nicht, wer die Scheiße programmiert hat, aber man merkt, dass die wie Tiere gehalten wurden. Meinst du, es fehlt die Liebe? Was steht? Spielt sich auch irgendwie so. Das ist scheiße. Gerade wenn man sich übelst drauf gefreut hat. Ich weiß halt nicht, hier zum Beispiel, Katzi hat sich auch ganz mega doll auf das Spiel gefreut. Und war richtig gehypt, was das angeht. Ich habe halt keine Ahnung, wie ihre Meinung jetzt insgesamt ist. Verstehe. Das würde mich mal interessieren. Katzi versucht mir ständig die Books als Feature zu verkaufen, lächelnde Smiley. Also versucht sie zwanghaft das Gute da drin zu sehen, okay. Ähnlich wie ich es mit Assassin's Creed mache. Zu. Was steht? Na, das ist jetzt wieder viel rein interpretiert. Okay, also sie mag es grundsätzlich.
finde es halt schade für die Leute, die sich wirklich, also wie du zum Beispiel, die sich ultra drauf gefreut haben und jetzt so enttäuscht wurden. Das macht mich traurig. Sowas macht mich traurig. Ja doch, also sie ist dem Spiel etwas offener und positiver eingestellt, hatte wohl nicht die Probleme wie ich. Das hatte er aber schon zum Beispiel gestern auch schon gesagt, dass er irgendwie kaum Bugs hatte bisher. Oder ich habe höhere Ansprüche an das Spiel. Das kann auch sein, dass deine Erwartungen einfach höher waren. Och, geh doch nicht weg. Ich find's so geil, dass die dass die Physik beim Schießen einfach mal richtig bescheuert ist. Du kannst 3 Meter daneben ziehen und triffst trotzdem noch. Ich liebe das. Was steht? Andere würden sagen, hab mein Bike gerufen heute Morgen. Das kam per Luftpost angeflogen XD. Ist doch gut. So, sowas ist doch sehr praktisch. Da ist der Schlüssel. Ach, den Typen habe ich noch gar nicht aufgehoben, ne? Ich fühle mich gut. Ach, so ein paar Sachen zum Beispiel hatte ich ja auch in Watch Dogs, wo ich mir hier echt so... Und ich wurde von einem Müllbeutel zerlegt. Von einem Müllbeutel. Bei mir läuft das bisher sehr gut. Ich weiß zum Beispiel auch, dass einige sehr, sehr krasse Probleme mit Assassin's Creed haben. Was Bugs und so angeht. Ich finde grundsätzlich das, was wir jetzt hier bisher erlebt haben, gut, der Absturz vorhin mal beiseite, aber grundsätzlich sehr solide. Ich finde es sehr solide, aber ich habe jetzt auch keine hohen Ansprüche oder so an ein Spiel. Weil dann kann ich nur positiv überrascht werden. Und dann sind wir nämlich auch wieder bei der Geschichte mit dem Kühlschrank und dem Nordpol. Dass man mir mit dem richtigen Franchise einfach jede Kacke andrehen kann, ne? Ich meine, ich habe ein Assassin's Creed Syndicate Portemonnaie. Das sagt, glaube ich, schon alles. Ja, von einem Müllbeutel. Na? Ha. Da ist jetzt noch was. Haben wir aber gut leer gefegt hier alles, ne? Hey! Sollen die Krähen was steht? Ich nehme gefühlt wieder jeden Buch mit. Lebensanzeige konstant mit 0 angezeigt. Palmen, die sich sehr komisch Richtung Boden strecken. Naja, was soll ich dazu sagen, ne? Und ich reg mich auf, dass Torbjörn und ich Schwierigkeiten haben, weil er einfach in seinem Bäckertrott da festhängt und mit mir kein Orlok spielen will. Das sind meine Probleme. Oh, übrigens, Basti, der Hausmeister hat noch einen Wunsch, was ich zu 100% spielen soll. Kannst ja mal raten, was? Das ist mit Stehalt auch scheiße. Für die Hocke kannst du C drücken, damit du geduckt bleibst. Das ist aber auch die Taste, um Dialoge zu skippen. Oh, okay. Doppelte Tastenbelegung. Kacke. Oh, sowas hasse ich. Das Problem hatte ich doch so häufig in RDR 2, dass ich aus Versehen jemanden gehauen habe oder so. Obwohl ich eigentlich nur mit ihm reden wollte.
Ich wollte eigentlich nur mit der Person reden und habe dann mein Pferd verhauen oder so. Doppelte Tastenbelegung ist kacke. Weißt du, und das hört hier einfach keiner. Das interessiert niemanden. Passiert hier tagtäglich, dass irgendwo was explodiert. Oh, hallo. Was haben wir hier? Spartanisches Schild, okay. Ja, nice.